Ich stelle euch heute das Spiel Cube Quick Understanding of Blood Destruction vor. Wir beginnen ganz klassisch irgendwo im Nirgendwo, wachen auf, wissen nicht genau, wer wir sind, wo wir sind und warum wir da sind, wo wir eben sind. Finden uns in einer weiträumigen Halle und haben quasi nichts außer einem merkwürdigen Handschuh. Los geht's. Das Ziel ist, denn es handelt sich um ein Logikspiel, dass wir versuchen, aus diesem Komplex zu entkommen. Hier steht uns zum Beispiel der rote Block zur Verfügung, den wir mit der linken Hand nach oben ziehen können und mit der rechten Hand nach unten drücken können. Dies können und müssen wir im Laufe des Spiels kombinieren, zum Beispiel hier, um mit den roten Blöcken eine Treppe zu bauen. Die blauen Blöcke sind Sprungplattformen. Diese federn uns physikalisch korrekt in die richtige Richtung. Die blauen und roten Blöcke können, wie in diesem Beispiel gezeigt, ebenfalls verwendet werden, um voranzukommen. Eine weitere Art von Blöcken ist gelb. Diese sind stets in Dreierreihen anzutreffen und je nachdem, welches Feld man anwählt, stellen sie sich anders auf. Auch hier gilt, mit links nach oben ziehen und mit rechts hochdrücken. Dabei wird die Kommunikationsgabe zunehmend gefordert im Verlauf des Spiels. Wenn man sich also mal verspielt und den Block zum Beispiel in eine Grube fallen lässt, kann man mit diesem Knopf alles auf Anfang setzen. In diesem Fall haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Nun zeige ich euch ein komplexeres Beispiel, wie die Komponenten zusammenwirken können. Zunächst drücken wir den blauen Knopf hinein, schieben dann mit dem roten Knopf den grünen nach oben, anschließend ziehen wir die roten Knöpfe raus, um den Block aufzufangen und gleichzeitig hier hochklettern zu können, sofern man nicht daneben hüpft. Hier sieht man nochmal, wie wenn man sich verspielt, die Blöcke verschoben werden können. Ein weiteres Element ist die Kugel, die ebenfalls physikalisch korrekt läuft. Hier erfüllt der Play-Button die Rücksetzfunktion. Das Ziel ist es, die Kugel in das grüne Feld links unten zu buxieren. Hierzu muss man verschiedene Rätsel machen, die ich aber jetzt nicht im Detail verraten möchte. Das Endergebnis sieht dann jedenfalls so aus, dass man die Kugel mit Hilfe eines Impulses nach links schiebt, über eine blaue Plattform über die Grube hüpfen lässt und anschließend in das grüne Feld fallen lässt. Wir selbst können über dieses grüne Feld drüber laufen. Es gibt noch viele weitere Items, wie hier im Hintergrund zu sehen ist. Den Link findet ihr hier und auch in der Beschreibung. Der Preis war 13,99 €. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.